Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Ja, hier ist der Phönix und wir machen weiter in Dalmasca und müssen zum alten Dellen. Haben letztes Mal unseren ersten Mob erledigt und eine schöne Sequenz am Ende gehabt. Und die ging verdammt lange. Generell gehen die Sequenzen hier ziemlich lang. Ja, und jetzt machen wir weiter, ne? Wir müssen in den Untergrund. Und dafür müssen wir eine Treppe. Okay, und die Treppe befindet sich hier. Ach genau, das heißt ja Rabanastre, die Stadt. Dalmasca ist das Land. Danke, freundliche Stimme aus dem Hintergrund in einer Party, die diesmal hoffentlich nicht mehr zu hören ist auf dem Let's Play. Ja, ich habe so meinen kleinen Backup-Helfer, der gerade selber das Spiel zockt und mir Hintergrundinfos liefert. Ah. So. Ja, ohne Witz, ich hätte es am Anfang erwähnen sollen, dann wäre es gar nicht so schlimm gewesen mit den Parts, die ich aufgenommen habe, bei denen die Stimme einfach zu hören war von ihm, ne? Aber nein, wir fangen jetzt... Oh, ich muss mein Handy gleich so machen. Profi. aber nein, wir fangen jetzt nochmal neu an, weil ich will ihn nicht hier haben. So. So, Dellens Haus. Come for a tip on how to secure something bigger and in armor by the East Gate? What? You already heard about that? Wise I may not be, but well informed I am. They'll get what's coming to them someday, believe me. But that's not why I'm here. Do tell. I want to know how to sneak into the palace. They've got to have some great stuff in there. Thought I'd partake. Not one to mince words, are you, boy? The Empire protects all that's hers, and that means the palace and all the treasures inside. That's why I'm gonna do it. To take back what's ours. So, our champion of the sewers aspires to noble action. Admirable. Perhaps I can help you. Ah, now that I think on it, there was a rumor. Yes, a secret passageway into the palace walls, a door, and a magic stone that opens the way. That's it. This is exactly why I came to talk to you first, Dellen. So, where's this, magic stone? Oh, I've had it for years, if I can remember where I've tucked it away. Ich habe auf jeden Fall genug gehört. Bestimmt lässt du den Stein in einer deiner Kisten vermodern. Du musst ihn für mich finden. Mit ihm komme ich in den Palast, richtig? Der Stein ist von besonderer Kraft. Mondsichtelstein wird er genannt und ist kalt wie die Nacht. Doch ist meiner ohne Magie, ausgebrannt und ohne Nutzen. Nur ein Sonnenstein vermag ihm seine einzige Kraft zurückzugeben. Was du nicht sagst. Und wo finde ich diesen praktischen Sonnenstein? Die Nomaden der Giza-Ebene werden dir sicherlich wohlwollend helfen, wenn du sie nur fragst. Rechts durch meine Haustür hinaus zum Südtor, um die Giza-Ebene zu betreten. Die Siedlung liegt in südlicher Richtung. Du kannst sie nicht verfehlen. Sei auf der Hut vor den gefräßigen Monstern der Giza-Ebene. Die sollten sich lieber vor mir, dem fürchterlichen Van, in Acht nehmen. Bis später und danke, Opa Dellen. Ah, Handmodel wird der Typ definitiv nicht. naja. So. Zur Giza-Ebene geht es erst nach rechts und dann raus, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ja, das machen wir auch, ne? Weil wir es können. Weil wir es können. Ja. Was für ein umständlicher Mechanismus, wenn man das immer da auf und zu klappen muss, wenn einer durch will. Naja. Ah! Warte, das habe ich euch doch gar nicht gezeigt. Das ist ein Mogli hier in der Welt. Hier, dieses fliegende Vieh mit dem Bommel. Ist das nicht süß? Guckt's euch an! Oh, Beautifulness. Okay. Halli, Hakupo! Kennst du dich mit Chocobos aus? Kopo! Riesige gelbe Vögel sind das. Kopo! Auf denen kann man reiten, Kopo! Ihre Beine sind Kopo-flink. So kommt man, wohin man will, geschwind. Und ich verleihe sie, Kopo, Kopo, Kopo.
Nö, ich will keinen. Na gut, wie du meinst. Wenn dir nach einem Ausritt ist, komm jederzeit wieder, Kupo. Ja, ja. Ja, 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 ja. Njung. Gott auf Mars. Ah, diese Puschel herziehen. Die Giza-Ebene. Und da hinten seht ihr auch schon, was zu unserer Quest gehört. Diese leuchtenden Obsidianten. Aber dazu gibt's gleich mehr. So, komm, Hyäne. Stirb. Schlitz, Schlitz. Stufe aufgestiegen, perfekt. Oh, wir haben erst Stufe 3. Okay. Ah, überall Schätze. Ja, und diese Schätze, wie ich schon sagte, tauchen immer wieder einfach auf. Also wir verlassen die Ebene und wir kommen zurück und sie sind wieder da. Ja, die einen mögen es schön finden, kann man Ausbeute farmen. Aber, ja, wie gesagt, ich hätte lieber weniger und dafür wertvollere Schätze. Aber gut. Naja, ich denke, damit kommen wir klar. Das reißt das Spiel jetzt nicht in den Ruin. So, generell muss ich euch vorwarnen, diese Ebenen geben mir sehr viel Zeit zum Sprechen. Und da kann schon mal manchmal komisches bei rauskommen, denn ich bin ein komischer Kauz. Boah, als ich die Aufnahmen beim letzten Mal gestartet habe, habe ich so viel Müll von mir gegeben hier. Unglaublich. Ach ja, was ich da noch erwähnen sollte. Falls ich irgendwie böse zu irgendwelchen Charakteren sein sollte. Nein, so bin ich nicht real. Ich bin ein ganz lieber, braver Junge. Und ja, manchmal kommt meine böse Seite zum Vorschein. Nur in Vollmondnächten sagt man, aber naja, ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Okay, ein Schatz. 17 Kill. Hier geht's weiter. Moment, gucken wir mal. Ach stimmt, wir haben die Karte noch nicht für das Gebiet. Es gibt nämlich Kartenhändler, bei denen können wir eine Karte kaufen. Dann haben wir das komplette Gebiet in Schwarz schon mal aufgedeckt. Und dann liegt es an uns, dem Farbe zu geben, sage ich mal, indem wir jeden Winkel des Gebiets erkunden. Finde ich eigentlich ganz nett. So. Komm her, Wolfi. Ach ne, du bist nicht hier. Sehr. Ich sehe irgendwie keine Ähnlichkeit zu deinen realen Artgenossen, aber gut. Außer vielleicht die vier Beine. Und die Pünktchen. Das Fell. Aber seit wann haben die denn bitte ein Horn? Und solche Zähne. Und. Ah! Es ist groß und böse. Ein Flaxi. Oh oh. Das könnte eng werden. Potion. Sehr schön. Und jetzt am besten die Hyäne zuerst, denn die hat am wenigsten Leben. Zack, komm. Yes, perfekt. So, ein Angriff Slugsy noch. Okay, einen halten wir noch aus, aber wir halten uns besser trotzdem jetzt mal. Zack, Angriff. Ach, eine Fähigkeit von Van, die wir jetzt schon haben, habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Das ist die Fähigkeit. Boah, ist der stark. Schon wieder heilen, ne? Das ist die Fähigkeit klauen. Damit können wir die Gegner ja beklauen eben. Also den Items abluchsen. Das klappt nicht immer und ich habe letztens herausgefunden, Gott sei Dank, dass man das ein bisschen beschleunigen kann, beziehungsweise die Erfolgsrate erhöhen, indem man den Gegnern Schaden zufügt. Also desto mehr Schaden die gefressen haben, desto leichter ist es von ihnen zu klauen. Wir probieren es jetzt mal gerade. So, komm, einen Angriff noch. So. Techniken klauen. Mal gucken, vielleicht bekommen wir ja was. Feuerstein geklaut, Tatsache. So, geblockt. Und jetzt machen wir noch einen Angriff. Zack, und Hyäne ist down. Die Items, die wir hier aufsammeln, die können wir getrost verkaufen, wurde mir gesagt. Oh je, ja, ich leg mich noch nicht mit denen an, weil die sind doch etwas stark gerade. Ja, die Items können wir verkaufen, denn davon finden wir massig noch, wenn wir die Gegner besiegen. Also von daher wird das kein Problem. Die sind dann bei Schätzen aufgelistet. Da gibt es Schätze, die dürfen wir nicht verkaufen, so wie Teleportsteine. Aber die normalen, wie Feuersteine, Wassersteine oder so, die können wir ruhig holen. Ah, oh, Cockatrice! Die sind so putzig. Ich will so ein Vieh haben. Gut. Das sieht so komisch aus. So, speichern können wir uns gerade mal sparen.
Hier können wir auch schon den ersten Kartenhändler finden. Moment. Da. Du bist mein Kartenhändler, hä? Ich bin ein Mokri auf Abwägen, Kupo. Ich reise um die Welt. Einen Ort wie diesen habe ich noch nie gesehen, Kupo. Nicht nur ändern sich die Landschaften, auch die Monster sind zur jetzigen Zeit stärker und größer. Besonders dieses knisternde Monster, Kupo. Möchtest du eine Karte kaufen, Kupo? Dieser Ebene, ja. Guck, wie sich freut. Danke. Ein weiser Kauf, Kupo. Meine Karten sind unschlagbar. Mokri Ehrenwort. Ja, du hast mal eine Karte. Jetzt fangen wir nicht mit Plural an hier, ne? Okay, so, hier ist eine Händlerin. Da gibt es auch noch eine Sache zu sagen, denn wir können hier Sachen verkaufen. Oh, den muss ich noch anlegen. Da sind die Schätze, von denen ich geredet habe. Wolfsfell, 10 Stück, machen wir direkt mal. Erdsteine auch. Kakturfrucht. Ja, die Schätze hier können wir verkaufen. Und wenn wir das getan haben, beziehungsweise wenn wir bestimmte Sachen verkauft haben, dann seht ihr das hier. Das Sortiment an Handelswaren wurde aufgestockt. Handelswaren ist sowas hier beispielsweise Gewandung, ein einfaches Kleidungsstück aus Leder für den Oberkörper. Ja, das können wir uns dann holen und davon werden dann halt verschiedene Sachen freigeschaltet. So wie ich gehört habe, kann man die dann auch verkaufen, in bestimmter Reihenfolge oder irgendwie so in der Art, um nochmal neue Sachen freizuschalten. Ja, ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach mal so eine Gewandung und ja, vielleicht bringt es uns ja irgendwas. Handelsware. Okay, sie ist jetzt leer. So, ach und hier, der Store von den Händlern wird auch aufgefüllt. Also hier wäre beispielsweise jetzt Kotetsu und Wurfspeer wäre schwarz gewesen, weil sie das nicht mehr zur Verfügung gehabt hätte. Aber wir hätten das dann ja, durch Verkaufen wieder hinzufügen lassen können, sage ich mal. So, von den Waffen hier können wir momentan nichts benutzen, wie wir oben rechts an unserem schwarz hinterlegten Van sehen können. Ausrüstung auch nicht. Generell lasse ich das hier erstmal, denn ich werde später, erst wenn unsere Partie ein paar mehr Mitglieder bekommen hat, mich um solche Sachen kümmern. Außer Vita und Feuer. Oh, und Lux können wir jetzt auch noch gebrauchen. Das kommt demnächst noch. Also die Zauber, die brauchen wir auf jeden Fall. Das zeige ich euch dann später, wie das funktioniert. So, für Feuer haben wir auch schon die Lizenz geholt, meine ich. Oder? Ich guck mal gerade nach. Ah, falsche Taste. Wo ist es? Ach nee, da ist es. Schwarzmagie-Lizenz. Genau. So, jetzt haben wir sie geholt und jetzt können wir Feuer und Blitz auch einsetzen. So, hier schalten wir dann noch verschiedene Ausrüstungen frei, verschiedene Zauber, Accessoire-Stufen, die wir anlegen können. Und wenn wir später auf bestimmte Felder kommen, genau diese hier beispielsweise, sieht man schon, kann man die TP um satte 190 schon mal steigen an. Oder halt auch verschiedene Werte. Oh! Okay, das wusste ich nicht. Der Schwarzmagier kann auch schwere Rüstungen anziehen. Das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. Ja gut. So lohnt es sich halt, das Lizenzbrett ziemlich weit auszubauen. Denn, ah, ich finde generell dieses System auch, das macht mir sehr viel Spaß. Ich liebe es, wenn ich so ein Feld habe, was ich so nach für nach, Feld für Feld, selber aussuchen kann, was ich haben will. Und das dann kaufe eben, ne? Und da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen, wenn man Sachen am Einkaufen ist beim Händler, dass man dann halt auch die richtigen Sachen einkauft, wofür man sich auch die Lizenz erworben hat. Weil sonst hat man die ganzen schönen Sachen, hat seine komplette Kohle verbraten und kann halt doch nichts damit anfangen, ne? So, jetzt gucken wir mal. Ja, Feuer müsste eigentlich sofort in unserem Sortiment sein. Okay, dann machen wir weiter. Du siehst aus, als trügest du etwas auf dem Herzen, mein Junge. So, aus Robonastre kamst du? Einen Sonnenstein zu finden? Steine sind dies, die von der Kraft der Sonne nur so strotzen. Als Quelle von Wärme und Licht sind sie gut zu gebrauchen. Doch um diese Angelegenheiten kümmert sich Mashur. Du findest sie vor dem Obsidianten. Siehst du den großen schwarzen Felsen hinter mir? Dies ist so ein Obsidiant. Das tiefschwarze Gestein verschlingt das Licht der Sonne geradezu. Nur hier in der Gizeh-Ebene wirst du auf Obsidianten treffen. Ja, dann reden wir mal mit Moshua. Die ist hier hinten. Bist du nach Gizeh gekommen, um die Obsidianten zu bestaunen? Die ungewohnte Hitze macht dir sicher zu schaffen, was Kleiner? Aha, ich verstehe. Du bist also auf einen Sonnenstein scharf. Na dann bist du genau richtig hier. Denn nur in Gizeh gibt es die Steine. Doch wir verteilen die nicht einfach an jeden dahergelaufenen. Schließlich müssen wir auch von etwas leben. Nun ja, eine Chance bestünde schön. Ich hätte eine Bitte. Bist du interessiert? Immer raus mit der Sprache.
Die Sonnensteine zu fertigen ist Aufgabe der Kinder. Sie laufen die Obsidianten ab und so absorbieren deren Energie mit Schattensteinen. Doch im Moment verfüge ich über keinen dieser Schattensteine. Jin vertraute ich sie alle an, doch der kehrt nicht aus der Ebene zurück. Verstehst du? Wenn du Jin für mich aufspürst und ihn zurück in die Siedlung schickst, dann sollst du einen seiner Sonnensteine erhalten. Einige der Kinder meinten, sie hätten Jin im Süden der Ebene gesehen. Frag sie am besten mal selbst. Ich verlasse mich auf dich. Pinello, what are you doing here? I could ask you the same, though the answer is pretty clear. No good. What? I'm being good. Is that right? So then you wouldn't mind if I say tagged along, would you? Huh? Oh, don't worry. Magello's busy with preparations for the fade up at the palace. Why, I'm free for the whole day. Well, let's get going. Pinello ist hinzugestoßen. Ja, und schon haben wir ein Gruppenmitglied mehr. So, ich bin gerade überlegen, sollen wir Pinello direkt was geben? Warte einen Augenblick, Bern. Nimm die hier an dich. Du weißt doch, dass hier in der Gizeh-Ebene gefährliche Monster beheimatet sind. 3 Potions und 2 Phönixfedern. Sehr schön. Und bevor du dich Hals über Kopf in einen Kampf stürzt, solltest du dir merken, dass wir Gefechte jetzt gemeinsam bestreiten. Das heißt, du kannst mir über das Kampfmenü mitteilen, welche Handlungen und Unternehmungen ich ausführen soll. Aber nicht, dass du glaubst, ich sei nicht eigenständig genug. Ich kann sehr wohl auf mich selbst aufpassen. Gefährten können nun Befehle entgegennehmen. Ebenso kann der Gruppenführer nun gewechselt werden. Naja, und solltest du einmal das Gefühl haben, ich würde deinen Anweisungen nicht folgen? Achso, ja, Gambit. Das erkläre ich euch dann. Das ist einfach nur, dass man einstellen kann, ob die jetzt automatisch kämpfen oder nicht. Mehr ist das nicht. Der Ort, an dem Jin sich aufhält, soll südlich der Siedlung liegen, oder wenn? Wahrscheinlich müssen wir von hier einen kleinen Bogen laufen. Ja, aber wir wollen ja sowieso die ganze Karte erkunden, ne? So. TP hat Pinello ja nicht gerade viele. Aber dafür hat sie mehr Magiepunkte als wir. Ah, dabei sind wir Schwarzmagier. Ja. So, ich frage mich gerade, welche Klasse wir Pinello geben sollten. Eigentlich würde ich sagen, Weißmagier passt ganz gut zu ihr. Aber da ist noch eine andere Person, an der ich als Weißmagier interessiert bin. Ja, ich glaube, ich werde auch diese bestimmte Person dann zur Weißmagierin machen. Oh nein, Spoiler. Theoretisch. Naja, es ist ein Mädchen. Okay, irgendein Mädchen stößt immer dazu. Es ist nie nur ein Mädchen. So. Mimimi. Außerdem ist das Spiel jetzt schon sehr alt. Also von daher, wer es nicht kennt, selber schuld. So, pö. Könnt ihr einfach weghören. Ah, 15 Gil erhalten. Gut, dann werden wir Pinello mal ihre erste Lizenz geben. Und wir machen sie... Ja, Zeitmagier. Das könnten wir machen. Hilfszauber wie Reflekt oder Hass. Oh ja. So kann ich mir die gut vorstellen. So. Ah, mit einer Armbrust bewaffnet. Okay, das ist nett. Interessant. Okay. Also hier in dem Teil der Karte waren wir bereits. Dann gehen wir mal darüber. Ah, Puschelhäschen. Kann ich dich beklauen? Komm her. Komm her, Gizeh-Häschen. Ah, ließ sich nicht beklauen. Okay, er hat vielleicht noch zu viel Leben gehabt. Das Problem ist, wenn wir den angreifen. Der haut ab. Für gewöhnlich. Das hier bleibt hier. Gut. Es gibt eine Trophäe, die wir erhalten, wenn wir 50 Mal geklaut haben. Die versuche ich natürlich auch zu erreichen. Generell alle Trophäen, die ich so irgendwie mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob jemand von euch meine anderen Videos gesehen hat. Da habe ich ja schon gesagt, ich bin ziemlich Trophy-geil. Ja. Deswegen nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. So, die Gegner sind viel zu schnell down. Ich muss sie doch beklauen. So, okay, dann lasse ich mich einmal angreifen. Einmal Pinello. Und dann klauen. So, Pinello. Und jetzt klauen. Yes, Feuerstein geklaut. Sehr schön. 2 Attacken und dann klauen. So, Slaxi. Ich habe Verstärkung mitgebracht. Okay, jetzt probiere ich mal klauen. Ließ sich nicht beklauen.
Okay. Wenn da steht, ließ sich nicht beklauen, dann heißt das trotzdem, dass sie was haben können, ne? Da, ein Erbstein. Ich meine, wenn die sich nicht beklauen lassen, kommt eine andere Meldung, als ließ sich nicht beklauen. Wie zum Beispiel hat nichts. So, ein Potion erhalten. Fertigleder erhalten. Oh, Fertigleder ist gut, das können wir sehr teuer verkaufen. Ah, nur noch 40 MP, TP. Setz mir besser mal einen Potion ein. Oh Leute, ich muss dazu sagen, ich muss ja ehrlich sagen, ne, also das Kampfsystem hier gefällt mir riesig gut. Ne? Das sieht zwar vielleicht ein bisschen langweilig aus beim Zuschauen, weil man eigentlich wenig selber macht, aber es macht Spaß, es macht echt Spaß. Ach Mist, ich wollte es beklauen. Und vor allem finde ich es praktisch, dass die Fortlaufen-Funktion da ist, denn dann würde ich es vielleicht auch langweilig finden. Ah Mist. Weil, wenn es halt wirklich nur die ganze Zeit warten ist, bis man seine vier Schläge gesetzt hat, bis der Aktionsbalken die ganze Zeit voll ist. Aber das geht später ja dann natürlich auch schneller, wenn wir mehrere Charaktere in unserer Gruppe haben. So, jetzt gucken wir mal. Hier waren wir überall. Hier gibt es noch einen Schatz zu holen. Okay, sieht nicht so aus. Dann gehen wir weiter. Oh ja, stimmt. Und ich habe ja auch jetzt noch was anderes erhalten. Ich kann ja jetzt Feuer einsetzen, fällt mir gerade ein. Gucken wir mal, wie viel Schaden das macht. Ah, Kamera. 66, okay. Ja, das ist ganz nett. Das ist ganz nett für den Anfang. Die MP laden sich übrigens automatisch beim Laufen auf, was ich eine verdammt tolle Idee finde eigentlich. Auch während den Kämpfen, muss man dazu sagen. Also, wenn man beispielsweise unbedingt auch diesen einen Einsatz von Vita braucht und es fehlt allerdings ein MP-Punkt, kann man ganz kurz ein bisschen hin und her laufen und dann klappt das wieder. So, komm Penelo. Jetzt könnte ich echt deine Hilfe gebrauchen, wenn der andere noch dazu kommt. Zack. Oh, es sind zwei Strigidae in der Nähe. Strigidae sind diese großen fliegenden Viecher. So. 60 TP habe ich noch. Aber dann setzen wir erstmal Feuer ein. Schaden, sehr gut. Okay, dann machen wir jetzt die Fähigkeit. Ja, nein, kein Feuer einsetzen, klauen. Genau. Ach, Penelo. Da hat es umgebracht. Naja, gut, warum nicht? Gibt noch genug Strigidae hier. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich gespannt, ob die vielleicht noch irgendwelche besonderen Items auffallen lassen können. Also vielleicht welche, die sehr wertvoll sind oder ähnliches. So. Genau deswegen mag ich es auch, aus der Ferne so ein bisschen kämpfen zu können. Man kann den ersten Schlag meistens setzen, bevor der Gegner bei einem ist. Das macht schon mal viel aus. So, komm. Ah, ließ sich nicht beklauen. Okay. Wollte es nicht rausrücken. 12 EP. Ah, das ist okay. Wo ist das Luxi jetzt hin? Hier ist doch gerade eben noch so ein Riesenvieh gewesen. Ach, da. Ah! Okay. Okay, Leute, das ist ein ganz widerliches Vieh. Es macht nämlich ziemlich viel Schaden. Moment, ich lasse Pelo mal. Ich lasse Pelo mal einen Potion holen. So, und Feuer. Und bitte direkt nochmal Feuer. Weil die Schlange ist ziemlich garstig. Und gibt auch leider nicht so viel EP, wie sie garstig ist. Ja, komm. Sehr schön. Ja, die Strigidae haben beispielsweise mehr gegeben. Okay. Ah, ich freue mich, wenn wir sowas haben wie Analyse, ne? Dann sehen wir die Stufe der Monster, wie viel TP die haben. Und das ist dann schon ziemlich praktisch. Oh, Feuer macht gut Schaden. Ich frage mich, ob wir dann auch sehen können, ob die Gegner was zum Klauen haben. Beziehungsweise was sie zum Klauen haben. Das wäre echt praktisch. So, klauen. Ließ sich nicht beklauen. Na schön. Angriff. Kann das sein, dass Penelos Balken schneller auflädt als unsere? Hm. So, Potion einwerfen. Ah, die schlucke ich hier aber auch wie sonst was, ne? Ja. Okay, das da ist, glaube ich, ein Anführer. Ja, hier ein Anführer. Okay, zack.
Ah, muss ich jedes Mal wieder neu auswählen, ne? Da lohnt es sich schon fast wieder, wenn man das Fortlaufen nicht anmacht und wirklich selber ein bisschen kämpft, wenn man mit Zaubern und so weiter agieren will. Ich meine, später kann man noch sowas einstellen, wie dass feuerempfindliche Gegner automatisch mit Feuer angegriffen werden. Aber Feuer ist halt manchmal auch auf die normalen Gegner stärker, ne? Also von daher. Oh, jetzt können die beiden schon wieder einen Potion einwerfen. Zack, zack. Oh, wir müssen den Part hier bald schon wieder beenden, ne? Ist schon wieder soweit. Aber ich merke das fast schon gar nicht, ne? So wie das blind erhalten. Ist das der Zauber? Haben wir den Zauber gerade aus einer Truhe erhalten? Das ist nice. Okay, ich nehme es zurück. Es gibt auch wertvolle Schätze. Schön. So, mal gucken, ob wir den Jungen noch gerade erreicht bekommen, bevor der Part vorbei ist. Nee. Aber ich muss sagen, wir sind jetzt schon bedeutendes schneller als die vorigen Aufnahmen, die ich gemacht hatte. Okay, ich setze mal gerade einen Cut. So, und weiter geht's. Gehen wir direkt zum Jungen. Wir brauchen die Karte hier gerade noch nicht erkunden, denn wir müssen später sowieso nochmal über die Karte laufen, wenn wir den Jungen gefunden haben. Tap, 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 tap. Hey, Jin. Ja, ich bin Jin. Wieso? Was? Mashua sagt, ich soll sofort zurückkommen? Hm, was mache ich jetzt bloß? Ob es wohl schon geht? Ah, nein, tut immer noch zu weh. Und das, obwohl ich noch nicht alle Sonnensteine zusammen habe. Diese blöden Monster sind an allem schuld. Als ich vor denen weglief, habe ich mir den Knöchel verstaucht. Dabei bräuchte ich nur noch einen Sonnenstein. Ich werde noch etwas ausruhen. Seid ihr eigentlich extra wegen mir gekommen? Ja. Dann benötigt ihr also einen Sonnenstein und deswegen habt ihr mich gesucht? Wenn Mashua ihre Erlaubnis gegeben hat, spricht wohl nichts dagegen, dass ich euch einen Schattenstein gebe. Daraus könnt ihr einen Sonnenstein gewinnen. Ich erkläre euch auch, wie das geht. Oh nein, das erklärt er uns jetzt nicht, denn das dauert mir zu lange. So, den Schattenstein hält man an Obsidianten und das lädt die Energie auf und das ist alles. Oben rechts haben wir die Balken für die Energie und fertig. Die scheuen nämlich nicht davor, einige Dialoge hier reinzupacken. Naja gut, soll ja auch schön fürs Spielgefühl sein, ne? Abgesehen davon, dass Charaktere manchmal davor reden, ja, du solltest jetzt unbedingt dein Menü aufrufen und das machen, weil das wirkt dann so etwas spielfern. Das reißt dann doch nochmal raus. Aber gut, ansonsten ist es ja toll gesprochen und erzählt. So, hier muss ich jetzt leider nochmal den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir doch was da, wenn es so war. Würde mich sehr, sehr freuen. Ciao, ciao, euer Phoenix. Bis zum nächsten Mal in Final Fantasy XII, The Zodiac Age.